Seit alters her wird am dritten Fastensonntag das Mosemannfest in Alken gefeiert. Die Heimatfreude Alken hatten sich viele Besucher und frühlingshafte Temperaturen gewünscht und sie wurden nicht enttäuscht. Ihr Wunsch wurde erfüllt, der Frühling schickte sonnige Grüße und der historische Anlass lockte zahlreiche Schaulustige an, die sich in der Moseallee drängten. Die Besucher waren nach Alken gekommen, denn das ritterliche Spektakel begann am Morgen auf dem Festplatz in der Moselallee und fand seinen Höhepunkt im Umzug durch die Gassen der Moselgemeinde. Von einem Nachbau der Burg versammelten sich die Festbesucher und nach der Begrüßung durch den Heimatverein und Ortsbürgermeister Walter Escher las ein Ritterhoch zu Ross die Historie des Festes vor. Dabei spielt die geschichtsträchtige Burg Thorand, das Wahrzeichen des Moselorts, eine große Rolle. Ihr zu Füßen erinnert man sich jedes Jahr an ein Geschehen im Jahre 1248, als der Junker Emmerich von Leiningen versuchte, das Einnehmen der Burg durch Belagerer zu verhindern. Später am Abend fand das Fest dann sein Ende und man freut sich schon auf das 770. Mosemannfest. Tradition beim Mosemannfest ist auch das Verteilen von Brezeln durch das zuletzt in Alken getraute Ehepaar. Nee, also diesen einen Termin im Jahr, den schaffen wir auch noch dieses Jahr. Also von daher alles in Ordnung. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn nächstes Jahr vielleicht mal ein neu getrautes Ehepaar den Job übernimmt.